Jetzt platzt der Traum von Nice or Scheiß und alles war von Anfang an klar. Bushido trifft in Deutschland auf Mois. Ausgerechnet mit ihm gibt es ein Meeting, obwohl sie die letzten Monate mehrmals gegeneinander gefeuert haben. In vielen Videos oder auch Songs sticheln sie. Doch damit sollte Schluss sein, denn Bushido soll bei Nice or Scheiß mitmachen. Dafür verlangt er eine Gage von 1 Million Euro. Mois soll das Geld auftreiben und alles wäre cool. Nun macht er einen Rückzieher, denn für ihn kommt es absolut nicht in Frage, mit Mois in einer Sendung zu sitzen. Außerdem habe er extra eine Summe genannt, weil er wusste, dass Mois niemals 1 Million zusammenkriegt. Somit hatte Bushido von Anfang an nie mit dem Gedanken gespielt, da mitzumachen. Ob er was anderes im Schilde geführt hat, dies könnte für eine neue Spannung in der Szene führen zwischen den beiden. Immerhin fühlt sich Mois sicherlich hintergangen nach dieser Aktion. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr, wollte Bushido einfach nur mit Mois rumspielen? Und glaubt ihr, dass er kurz mit dem Gedanken gespielt hat, bei Nice or Scheiß mitzumachen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.